Und dann herzlich willkommen zurück hier bei der Neumeister und bei Chris. Und das ist Devotion. Los geht's. Wir waren zuletzt und haben hier durch das Hole gepiekt. Es kam aber nur ein Angry Father. Es kam nur und kein Angry Pirate. Nee. Wieso ein Angry Pirate? Kennst du das nicht? Nee. Dann müsst du dich von deinen Zuschauern in den Kommentaren aufklären lassen, was das ist. Oh nee, jetzt bin ich der Dipp in der Runde. Okay. Ja. Oh. Genau, der Angry Father hat uns aber, glaube ich, noch keine Kombination gegeben. Also das ist mein Sleep and Hideout, the Perseverance of my favorite picture. Ah, okay. My favorite picture. Spielen wir jetzt noch das Kind? Ja, dann brennen wir nicht mit dem Feuerzeug. Das ist ja kein Kind, was man da... Nee, jetzt gerade in dem Moment, weißt du? Gut. Hat sich schon aufgeklärt, das Ganze. Was ist denn hier los? Ach, guck mal, das sind meine ganzen Preise. Oha. Flower Pot Note. You've turned my deepest misery into a comforting flower. So. Flower Pot. Ja. So. Mein Lieblingsbild. Ja, das kommt natürlich jetzt auch drauf an, wer man da ist, ne? Die Frau. Eben, das meinte ich, ja. Würde wahrscheinlich irgendwie. Von sich eins, ne? Wahrscheinlich. Achso, dass wir das hier aufgegangen haben, was jetzt. Ah ne, das ist ja das. Aber hier fehlt ja auch eins. Also wenn wir die Frau sind, hätte ich vielleicht getippt, das Cover von dem Album, von dem sie berühmt geworden ist, aber. Achso. Oder das Poster von dem Film. Ja, das wird wahrscheinlich dann im Wohnzimmer sein. Ein Stativ. Letter from an old friend. To Mr. Du Feng. Also, ne? Zum Vater. Your screenplay, the lives I lived. Has been rejected by 6 directors. Okay, also wurde von 6 Regisseuren abgelehnt. Message drops that fruitless obsession and seriously consider coming up with a new script. Okay, wir sollen es einfach wegschmeißen und sollen wir was Neues schreiben. So erfolgreich. Nee. If any offense has been taken, I beg your forgiveness. Wishing you the very best, your friend. Okay, wir haben also nur Käse geschrieben. Haben wir die Kamera? Noch? Ich glaube, wir hatten sie uns angeguckt, aber nicht mitgenommen. Ah, ging nicht, ne? Ach hier, guck mal, hier haben wir durchgeschaut. Ah, da hat er der Faser geraged. Geraged. Muss man sagen. Ja, auf Französisch, wie man so sagt. Ragé. Maxime. Ups, was ist denn da los? Whispers of the It eats like a king. Ach so, wir können natürlich wahrscheinlich aus einer anderen Jahreszahl was erfahren, was für den anderen Raum wichtig ist. Das kann natürlich sein. Mit der Kamera auch zum Beispiel. Oh, wer ist das? Hauptsache, die bleibt auch weg. Deswegen wollte ich einmal gucken. Aber da ist jetzt auch was an der Pinnwand, ne? Genau. The Fluttering Feather, das sind auch so Titel. Rest on the big screen, penned by critics nationwide for being extremely anticlimactic and having a poor script. Wir sind sehr erfolgreich 1980 gewesen, aber da fehlt noch eins.
Irgendwie, das ist auch noch da drin. Aber wir gehen mal weiter, ja? Also, ich habe jetzt 85, das müsste 87 sein, ne? 86. Ah ja, 87 sind wir ja gerade. Aber dann fehlt ja trotzdem irgendwie noch ein. Da will ich gleich nochmal gucken. Jetzt gehen wir mal in 85. Ein Jahr nach meiner Geburt. Ja, das Ochsen. Wie viele Jahre vor deiner? Das, verrate ich nicht. Das verrate ich nicht, nein. Tatsächlich man drei. Man spricht nicht über sein Alter. 3 Jahre, ich weiß nicht, welches Jahr es dann wäre. Was bist du, 88? Ja. Das Jahr des geilen Hengstes. Loaded. Hello. The Darkness. So. 85 war ein dunkles Jahr. Das ist ja cool. Da gibt's viel zu sehen. Ein Travel Guide. Nations. Being sulking in a room since we can't go on our trip anymore. Could you go and rearrange the story book? Achso, wir können unsere Reise nicht mehr machen wegen ihr, wahrscheinlich. Hm. Dann sollen wir das vorlesen. Aus dem Geschichtsbüchlein. Oder eine Geschichte vorlesen. Ah, mit Kindern ist das mal so. Ein verschlossener Koffer. Okay, das soll man schon mal merken. Guck mal, hier schon Tabletten und alles. Ja, die ist... She has a disease. Aber eine ugly disease auf jeden Fall. Ja. Das ist Oscar, der Schwimmer. Man weiß ja auch nicht, ob der Vater nicht was damit zu tun hat. Kann ja sein. Vielleicht wollte das, hat das extra mit dem Kind gemacht, eine neue Geschichte vielleicht. Man weiß es ja nicht. Rhyme Brew Doodles. Drawing by machine based on my wine poem. Okay. Shoes, a crown and a red dress are the basic elements of a superstar. Okay. Crown and red dress. Also wir hatten ja die Schuhe und das Die Schuhe Kleid. Haben wir, das Kleid. Wir brauchen eine Krone. Stimmt. Und dann den Boxsack in der Küche aufwenden. Ja. Ach, ein Rezept. Ach, für den Winepot. Guck mal. My beloved child, this wine will follow you, sweet and ripe. Brewing in the pot, mother's 3 blessings. Wishing your silhouette embraced by silk, wishing your hair lit by stars, wishing your steps admired by all. As I await patiently, let the time mold you into this jewel. Okay. Das heißt, hier könnte man noch was reinschmeißen, was wir wahrscheinlich nicht haben. Oder soll. Ach nee, da muss ja. Das mit rein, ne? Klar. Das Kleid haben wir jetzt natürlich nicht. Nee. Das ging ja auch nicht, ne? Ich meine. Okay, nicht. Jetzt haben wir die Schuhe, das heißt Kleid und eine Krone muss noch rein, ne? Ja. Ja, interessante Bräuche und Sitten haben die. So, da liegt unsere Puppe. Essay. Ah, hier wieder ein Essay. My family. There are 3 people in my family. My father, my mother and I. My mother ist eine Hausfrau, die es mag zu singen, während sie kocht. Meine Mutter wollte ein berühmter Star werden. Jeden Song, den sie gesungen hat, klingt perfekt. Mein Vater ist ein Screenwriter. Er schreibt eine Menge Wörter jeden Tag. Er arbeitet spät abends in der Nacht. And I can't bother him when he works. Achso, ich darf ihn nicht stören, wenn er arbeitet. Aber man schimpft da mit mir. So, ebenso bin ich krank und ich kann nicht zur Schule gehen, zumindest nicht auf. Mama und Papa passen auf mich auf, wenn ich zu Hause bin. Meine Mutter sagt mir, es wird mir besser gehen und dann werde ich wieder öfters draußen spielen können. Ich liebe meine Mami und meinen Papi. Und ich wünsche für uns, dass wir alle gesund und ein liebendes Leben haben. Das ist doch schön. Und traurig zugleich. Okay, hier können wir nichts mehr machen, ne? So, hier haben wir alles abgegrast. Ah! Boah, Alter.
will nur das Beste. Das Opfer. Das ist ein guter Teaser. Ah, so eine Geschichte. Okay, ich pack's erstmal weg. Ich hoffe, sie werden es. Sie war nicht zu wichtig. So, Favorite, das Bild hat gefehlt, ne? Es muss ja auch, wenn dann irgendwo tatsächlich eine Zahl oder eine Nummer drauf sein. Das wird ja wahrscheinlich relativ offensichtlich sein. 0, 8, 2, 1? 0, 9 oder 0, 8? Oder 0, 0? Also ich würde sagen 0, 8, aber... Oder 0, 0. Okay, merken wir uns 0, 0, 2, 1. Und 0821, wenn das ihr Lieblingsbild ist. Aber es ist ja ein Schallplattcover. Sollen wir es trotzdem merken? Ja, das kriegen wir hin. 0821. Ist ja alles vorbeigefahren. Ach guck mal, Hochzeitskleid. So, hier war auch nichts mehr. Nicht. Hier geht nichts. So, verschlossen. Die Kerzen sind wieder ausgegangen, ne? Jetzt sollen wir direkt mal den Code als erstes ausprobieren. Gucken wir erstmal, wie viele Zettel jetzt hier raus sind. Gar nichts! Und ob überhaupt irgendwas passiert ist, aber. Okay, wir geben mal zuerst den Code ein. Entweder 0821 oder 0021. Wenn es denn die Kombination war. Wow. Sofern. Sofern es. Ich weiß gar nicht, wie viele Zahlen das waren. Ich meine 4. Ja? Das können wir nicht mehr. Leid, aber ach nee, das ist ein Morgenmantel. Ja. Machen wir nur 021. Ja. Ich hätte jetzt beinahe gedacht, das wäre. Oder war es eine 4? Nein. Hä? Das war das Klingeln gerade mehr, ne? Ja. Das ist vielleicht, wenn man nah dran ist. Die dachte ich auch gerade. Was ist das denn? 0-0. Jetzt ist es weg. Ja. Ist es das gleiche Bild? Weil dann hätte es ja auch hier gestanden. Guck mal, das wäre auch Quatsch jetzt, ne? Ja, gut, aber. Aber ich meine, das wäre das Bild. Da war aber nichts drauf. Aber das ist natürlich noch in anderen Zahl, kann natürlich auch sein. Aber es muss doch das Rätsel wahrscheinlich dann auch in dieser Zeitetappe da lösen können. Ja, aber das Bild fehlt, weil vielleicht. Wir gehen jetzt einmal noch in die. Ins Jahr 1986 und schauen einmal da. Oh, ist nicht los. Ich glaube, er hört zu. Schwiegermutter. To my beloved daughter. Heiraten ist ein Prozess von Wachsen und Lernen. Disputes zwischen dem Vater, also zwischen Ehemann und Ehefrau, ist unausweichlich. Dein Vater und ich sind den gleichen Weg gegangen. Das Leben kann schwierig sein. Beziehungen, weil du nur älter wirst, okay, akzeptiert man das schneller. So, guck mal, falls du dich entscheiden solltest, zu verlassen, nach Hause zu kommen, egal was, als eine, guck mal, Berühmtheit, ne?
Oh, und weißt du, wie schwierig dann der Gossip sein kann? Also, rum oder wieder was? Tratsch. Ja, Tratsch. Dein Kind ist immer noch jung und braucht eine gesunde Familie um sich herum. Ich flehe dich an, also oder dringend, dass du jetzt eine schnelle Entscheidung findest, damit es dir besser geht. Ich weiß, er kann. Oh, also wir sind doch so eine kleine. Angry Wurst. So, du musst dich aber nicht wegen der Kleinigkeit mit ihm streichen. Streiten. Schlafzimmer. Du musst wir denken. Oh, okay, also es ist wohl offensichtlich, dass wir uns mit unserer Frau nicht mehr so gut verstehen. Woran es liegt? An unserer Arbeit oder einem Kind? An beidem. Da muss ein Psychologe ran. So, 86. Oh, full of stars. Toll, sehr fertig, wir konnten sie nicht mal singen hören. Ja, ein verschwommenes Foto. Ein Klavier. Schade, dass man nichts draus sieht. Da ist die Kamera, siehst du? Dann passt das doch mit dem Zeitensprung. Ne? Ja. Okay, dann haben wir jetzt schon mal die Kamera für. Anderes hier. Okay, ich drück das mal weg, ja. Das sind jetzt so viel Legends-Geschichten hier. Ich gehe mal direkt ins Schlafzimmer wegen dem Bild mal gucken. Okadoka. Das gibt Ärger. Da ist noch mal 5 Minuten aus dem Haus. Oh, alles andersrum. Ja, die Schallplatte haben wir. Ja. Ja. So. Oder singt jetzt, kommt eine Nummer drin vor. Und da wir kein Chinesisch können, wir müssen ja fahren. Das wird schwierig dann, ja. Da singt doch jemand mit. Oh. Spring mich nicht an, bitte. Ah, das ist die Krone. Das ist die Diadem. Das Kleid, ne? Genau. Kriegen wir dann wahrscheinlich, wenn wir die Kamera eingesetzt haben. Oh, guck mal. Bloody Eyes. Also guck mal, scheint uns wahrscheinlich Mutter verlassen zu haben, ne? Ja, irgendwie. Oha. Das gibt richtig Ärger. Das geht aber Kasala hier. Aber Mama kommt ja eh nicht wieder. Vielleicht ist sie auch deswegen weg. Ja. Guck mal, sind Augen, ne? Ja. Ugh. Luxau. Gucken wir jetzt mal hier. Wenn das Kind gemeint ist, natürlich, ne? Aber das Kind will kein Vorhängeschloss einmachen, dann hat es ja auch ein Lieblingsbild. Essay. Okay, mein Traum. Mein Traum ist, ein kleiner Kinderstar zu werden. Weil meine Mutter auch ein Superstar ist. Wenn sie singt, dann singt sie und Daddy und dann ist alle singen dann sehr oft. Das ist dann sehr schön. Ich hoffe, ihr könnt irgendwann so singen, wie jemand im Fernsehen. Ich gehe in die Singschule oder in die Musikschule. Jede Woche singen, macht sogar bei Wettbewerben mit. Mein Vater sagt, wenn ich hart arbeite, jeder kann eins. Ja? Achso, jeder wird da mich singen hören. Ich möchte gerne raus und spielen mit meinen Eltern. Aber sie sind immer sehr beschäftigt jeden Tag. Wenn ich erwachsen bin, dann werde ich sie rausbringen. So, das werden die Kinder uns schon ablösen. Oh, Feuerzeug geht nicht mehr.
Nee. Oh. Oh. Ja. Jetzt sind wir das Kind. 你看，我把旗袍找出来了，洗一洗，应该很穿吧。赖到他答应我了，他说现在还来得及加个角色。什么意思？啊，不是说过了吗？房租水电都快没着落，要想办法呀。这样家里怎么办？小孩不顾了吗？你怎么那么自私啊？不是嘛，家里不会怎么样啊，家里我还是会顾啊。 Beruhig dich selbst. Steht hier bei uns, hinter uns. Ah, die kriegt so viel wahrscheinlich, weil die Eltern sich immer streiten. Also die Fra Mutter kriegt wohl ein Rollenangebot, aber der Vater möchte, dass sie sich um das Kind kümmert. Oh Gott, ey, wenn du sowas siehst, ey. Okay, sollen sie weiter beruhigen? Vielleicht ist sie ja auch tatsächlich durch dadurch bekannt geworden und. Mein Gott. Vielleicht dadurch die Krankheit. Aber nicht gerade der Vater gesagt, dass das die Krankheit vorbei wäre? Aber wenn die dann stressbedingt zurückkommen, man weiß es ja nicht. Was soll ich sagen? Aber er hat doch irgendwas gesagt von wegen, ohne das Geld wäre sie jetzt immer noch krank. Ja. Irgendwas habe ich da gerade gelesen, meine ich zumindest. Das heißt, sie haben auch alles getriggert. Wir gehen jetzt mal hier durch. Da, die Zahl, warte, warte, Zahl. Zahl doch gerade, aber jetzt ist sie weg. Das ist der Score, den sie bekommen hat. Wahrscheinlich. Ach so. Achso, ah, jetzt. Das ist klein. Famous German Dress from when he was berühmt war. Zerrissen. Ah, der Vater hat das Kleid zerrissen. Und dann haben wir doch jetzt eigentlich alles, ne? Ne, die Zahl haben wir nicht. Ja, aber die kommt ja nicht in den Topf rein, oder? Ne, die Zahl kommt nicht in den Topf. Aber für den Topf haben wir alles, ja. Für den Topf, vielleicht bringt uns das weiter. Hier ist er schon zu. Ja, dann müssen wir wieder zurück. Lass uns mal kurz gucken, ob wir noch ein Bild hängen. Das macht auch keinen Sinn, dass sie das in der Sendung durchsagen, wenn es auf ihrem Lieblingsbild. Ja. Guck einmal noch hier um.
Hier war nichts mehr. Ne, Zahlen. Aber noch die Bilder hin. Das Geräusch, ey. Das ist heftig. Nee, ne? Egal, ich würde sagen, wir machen erstmal eine kleine Pause und in der nächsten Folge machen wir uns mal auf den Weg und schmeißen alles in den Pott. Würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid bei der Neumeister. Wir sind raus. Ciao. Ciao.